So, meine Lieben, heute hört ihr in Teil 2 die Engelbotschaften für jedes einzelne Sternzeichen für den Monat August. Und damit grüße ich euch alle recht herzlich. Wir starten mit dem Sternzeichen Waage. Erzengel Uriel sagt dir, dass du eine Wut herauslassen sollst. Du hast es bisher noch nie getan und das entfernt dich von deinem Umfeld. Dabei erledigst du immer alles selbst, weil du glaubst, dich nicht auf andere verlassen zu können. Und das macht dich wütend. So entsteht die Angst, nicht alles schaffen zu können. Und das genau macht dich noch wütender. Deine Devise: Lasse den alten Groll los und befreie dich vom Gift deiner Wut. Zum Skorpion. Engel Barbiel bringt dir diese Botschaft. Du hast eine graue Zeit hinter dir. Die Regenwolken sind verschwunden. Und du hast Lust, den Duft der Blumen und Sträucher zu spüren. Ja, du hungerst nach Wärme und der bunten Farbe des Sommers. Deshalb warte nicht, bis dir jemand einen Blumenstrauß schenkt, sondern beschenke dich einmal selbst mit einem Strauß herrlicher, bunter Blumen. Du hast es verdient und das weißt du am allerbesten. Die Blumen bringen dir das Gefühl von Frieden und Freude. Deine Devise ist: Beschenke dich doch selbst mit einem bunten, großen Blumenstrauß. Zum Schützen. Engel Adnachiel bringt dir folgende Botschaft. Zurzeit bist du sehr erfolgreich. Sehe das nicht als Nebensächlichkeit an, indem du deinen Erfolg an dir vorbeiziehen lässt. Du hast ihn mit Fleiß und Engagement erreicht. Warum lobst du dich nicht einmal selbst und freust dich über dein Erreichtes? Selbst eine Kleinigkeit kann ein positives Erleben für dich sein. Ein positives Erlebnis. So, und dich mit Glücksgefühl erfüllen. Das ist es, genau das. Und das gibt dir Kraft und Energie für Neues. Deine Devise lautet: Schenke dir doch einmal selbst die Freude. Die Freude und belohne dich an deinem Erfolg. Du hast es verdient. Der Steinbock. Erzengel Haniel sagt dir: Warum setzt du dich nicht selbst unter so großen Leistungsdruck? Warum machst du das? Dabei überforderst du dich oft nur selbst. Pflichten, die man dir auferlegt, siehst und nimmst du als Zwang auf. Sei doch mal etwas netter und verständnisvoller zu dir selbst. Du bist umgeben von Hetze und hast nie Zeit. Wo ist deine Geduld geblieben? Für dich selbst. Das kann nicht gut sein. Absolut nicht. Und so lautet deine Devise: Sei einfach mal etwas netter zu dir selbst und geh gelassener mit deinen Problemen um. Damit dankst du es dir selbst. Jetzt zum Wassermann. Erzengel Gabriel hat folgende Botschaft für dich. Du bist ein Mensch, der dir am nächsten ist. Du trägst deine Seele durchs Leben und bist stets bei dir. Stell dich morgens vor den Spiegel und hab das Gefühl, dass du dich magst. Dabei ist es völlig unwichtig, ob du zu- oder abgenommen hast. Vielleicht hast du auch ein paar Fältchen mehr. Na und? Viel wichtiger ist doch, dass du dich annimmst. Und nun zum Fisch. Engel Barchiel hat folgende Botschaft für dich. Du hast schon so viel für andere Menschen getan.
Mit Leichtigkeit gibst du viel, doch du kannst sehr schlecht etwas annehmen, weil du glaubst, dass das dich schwächer und erfolgloser macht. Dieses Vorurteil schleppst du mit dir herum. Ist es denn nicht angenehm, auch einmal etwas zu bekommen? So lautet deine Devise. Auch dir tut Hilfe gut. Nimm sie einfach mal an. Tu es. Ja, das waren nun die Engelbotschaften für den August und ich hoffe, dass sie für euch informativ und euch auch etwas gegeben haben. Also, bis zum nächsten Mal. Herzlichst, eure Deri.